Weil Prinz Philipp mega Pech hatte einfach nur. Und die einfach länger leben als irgendwelche scheiß Galapagos-Schildkröten. Das ergibt einfach alles keinen Sinn. Bitte, wir brauchen den Royal-Experten. Ich will das verstehen. Der nee, Mann von der glaub, Queen ist ja. der Sohn. Oh, scheiße. Der Mann von der Queen, oh, das, lassen wir das drin, das ist lustig. Der Mann von der Königin ist dann immer der König. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend und willkommen zu einer weiteren Folge der Red Knight Show. Bei mir sind wie immer Wuppi. Schönen guten Abend. Hallo. Und Panda. Hallo. So, Freunde, ich habe mir hier jetzt ein ganz neues Getränk geholt. Das wollte ich heute mal austesten. Prime. Prime. Kennt okay. ihr das? Nee. Nein. Dieser Logan Paul KSI Hydration Drink. Nee. Ich habe bisher nur den blau-weiß-roten probiert. Der hat so, kennt ihr diese Eisbonbons? Ja. Mhm. Danach schmeckt der. Okay. Es ist kein Energy Drink, der hat auch keine Kohlensäure. Es ist einfach nur so eine Plörre. Und ja, ich kann verstehen, wenn Leute sagen, der ist eklig. Mir schmeckt der. Jetzt habe ich mir den anderen geholt. Hier steht Blue Raspberry drauf. Ach, Digga, Alter. Wenn ich mir vorstelle, ich lutsche an einem Klostein. Ne, so schmeckt das. Das klingt ja super. Brother. Tja, ja. Und was lernen wir daraus, lieber Boosty? Immer bei den Getränken. Immer bei den Getränken bleiben, die man bereits kennt, weil wenn man sie nimmt, da macht man nichts falsch. Da weiß man, was man für eine Qualität bekommt. Man weiß, dass es einem schmeckt. Ne? Ja, gut. Hätte ich auch günstiger haben können, hätte ich nicht losfahren müssen. Hätte ich aus dem Klo nehmen können, das Ding. Tja. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Ja, wir haben hier schon den Oliver Welcome Start. Wir hatten 3 mögliche Themen zur Auswahl. 2-mal das mit dem Kalifat und 1-mal Karin Mioska oder wie die heißt, hatte den Ministerpräsidenten von Sachsen in einem Interview. Ja, wir haben uns jetzt hier nach einem sehr schweren Auswahlverfahren im Sinne von in dem Mond raus bist du für Oliver Welke entschieden. Ich habe noch eine kleine Story, bevor wir anfangen. Ich war im Kino in dem Film The Fall Guy. Ist mit Ryan Gosling und Emily Blunt. Die haben so eine kleine Love-Story, aber es gibt so ein paar Hindernisse, aber am Ende gibt es ein Happy End. Es war ein erstaunlich guter Film, also kann ich sehr empfehlen. Ist gut zum Lachen und sowas, gute Unterhaltung. Aber darum geht's gar nicht. Ihr wisst ja, was ich mir mal hole, wenn ich im Kino bin. Gönnergie? Nee, Digga, Nachos. Nee, natürlich, so. Genau. Nachos mit Käsesoße, nicht wahr? Nee, Salsa. Salsa? Warte, was? Ja. Ich nehme Salsa dazu. Ich bin da wirklich ganz klassisch. Aber pass auf, ich habe es geschafft, das perfekte Nacho-Menü zu essen. Was bedeutet das? Die Soße war blitzeblank leer mit dem letzten Nacho. Das bedeutet, im Schnitt habe ich zu jedem Nacho das perfekte Soße-Verhältnis gehabt. Usti, bitte mach mir ein Kind. Wie hast du das denn geschafft? Ja, einfach zufällig, oder war es das? Es war unbewusst, aber wirklich beim letzten Nacho dachte ich so, nein, das darf nicht wahr sein, Alter. Zum ersten Mal habe ich es geschafft, dass mit dem letzten Nacho die Soße weg ist. Sonst bleibt die Soße immer über. Aber dieses Mal hat es wirklich funktioniert. Ja, schön. Glückwunsch, gut gemacht. Danke. Wir sind gut. Sehr stolz auf dich. Wir haben hier Oliver Welke am Start. Es geht um das ausgerufene Kalifat. Ja, man möchte das deutsche System der Demokratie stürzen und ein, ja, System aufbauen, wie man es vielleicht aus nahöstlichen Regionen kennt. Oliver Welke macht sich hier wahrscheinlich zum Reichsbürger, deswegen heißt es auch Islamisten und Reichsbürger. Ich muss mal gucken, ob wir auf alles reagieren oder nur auf den ersten Teil mit den Islamisten, wir werden sehen. Ihr habt die Gewalt über den Start- und Stopp-Knopf. Mhm. Let's go. Neuer Frühlingstrend, die Demokratie kommt aus der Mode. Ja, immer mehr Menschen in Deutschland haben Bock, mal eine neue Staatsform auszuprobieren. In Hamburg zum Beispiel, wo gerade erst 1.100 Demonstranten die Einführung eines Kalifats gefordert haben. Und ich frage mich, warum? Warum hier mühsam eins einführen, wenn es anderswo doch schon fertige Gottesstaaten gibt? Stopp! Opa! Ich glaube, Oliver Welke ist hier gerade ins Team Remigration gejoint. Junge, der fordert hier doch gerade wirklich straight up Remigration. Ich hab gerade so Gänsehaut, so Moment, weil was? Welke sagt? Was? Das kann doch nicht wahr sein.
Vielleicht trifft er sich demnächst mit Muffin Sellner oder so. Oh je, ich bin jetzt auch gespannt, wie der sich da wieder rausmanövriert. Also es ist schon hart von ihm zu hören. So, mal schauen. Afghanistan zum Beispiel, ja, Kalifat da doch einfach mal hin. Ne? Und probiert aus, wie gut man da demonstrieren kann. Nur als Alter, unverbindlich. Mach da jetzt mal noch irgendwie statt oben dunkelblau und schwarz hellblau hin und unten links dann AfD. Dann hast du ein AfD-Wahlplakat. Stimmt. Ja, aber AfD-Plakate sind niemals so lustig gemacht. Ne? So, Karl liefert doch mal hin. Achso, also, nee, das da unten nicht. Einfach nur, in Anführungszeichen. Einfach nur die drei Brüder da oben und dann Reiseführer Afghanistan. Ich. Ja. Anregung. Ein Verein namens Muslim Interaktiv hat die Hamburger Demo organisiert. Der ist gesichert extremistisch und setzt sich vor allem ein für Kalifat, Scharia und unnötige Lautstärke. Denn wenn die Karte neu gemischt werden und der schlafende Riese wieder erwacht, wenn er die benutzt, was unterhalten wir durchgeschickt habe, so recht wird doch gedrungen. Ich finde seinen Voice-Crack auch immer wirklich da zuckersüß. Dann werden sie heute für sie zur Rechenschaft gezogen. Ja, vielleicht sollte Welke den Leuten, die ihn da zuschauen, mal erklären, was überhaupt die Scharia ist, ja. Denn auf dem Sender, wo Welke auch sendet, sitzen andere. Die gute Frau, ich hab's vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Die war mit Vogt, Mario Vogt, zusammen in einer Sendung. War das Maybrit Illner? Nee, es war nicht Illner. Es war auch nicht Mia Oskar. Es war auch nicht hart, es war hart, aber fair. Und da saß die und hatte gesagt zu diesem Kalifat-Ding hier, dieser Demo in Hamburg, dass das doch gar nicht so schlimm sei. Und Scharia eigentlich gar nichts Schlimmes ist, sondern irgendwie so etwas, dass man nach dem Koran lebt und ihn friedlich veräußert und sowas, ne? Ja, also auf dem gleichen Sender, wo Welke sendet, haben wir Leute sitzen, die da eingeladen werden und größtenteils ohne Widerrede dann sagen kann, dass das alles gar nicht schlimm ist. Ja, jedes Mal, wenn ich sowas höre, würde ich am liebsten dann einfach dieses Video da reinschneiden von Irfan auf dieser Pax Europa Kundgebung. Kennt ihr das? Ich glaube sogar, ich weiß, dass ihr das Video meinst. Bestimmt ja, schon mal gesehen, aber erzähl. Da ist halt so ein Typ, der erzählt dann einem irgendwas von wegen, ja, dass die auf jeden Fall, sobald die hier die Mehrheit sind, die ganzen Deutschen versklaven würden oder irgend sowas in die Richtung. Ja, doch, die Aufnahme, die kenne ich. Ach so, ja. Ich meine, das hat der Typ ja auch gerade auf der Bühne gesagt, ne? Sobald der schlafende Riese erwacht, sprich also, sobald wir eine signifikante Mehrheit haben, dann holen wir uns das Ding. Ja? Denn die verheimlichen das ja nicht, ja. Auch mit Gewalt. Ich meine, das ist das, was die schon immer gemacht haben. Was macht der Islam in Indonesien, weißt du? In Nordindien und sowas. Nordafrika. Generell Teile von Afrika und sowas. In Europa, Albanien. Und wenn der schlafende Riese erwacht, dann sagt er, hör auf zu brüllen und komm erstmal in Stimmbruch, Freundchen. Meine Güte, ein Gebölke. Ja. Aber durchaus clever kalkuliert von denen. Man malt drei Schilder mit dem Wort Kalifat, eine mediale Empörungswelle bricht los und die benutzen sie dann, um zu sagen, siehste Anti-Islam-Stimmung. Moment, stopp. 81. Wenn die AfD das kritisiert, ist er der Erste, der schreit, Nazi. Ja, schon. Also was ist das hier? Wird Welke hier zum Reichsbürger? Ich weiß gerade noch gar nicht, wie mein Wertesystem justiert sein muss, um diese Sendung irgendwie zu überstehen. Ohne Witz. 80% in Deutschland Demokratie für die beste Staatsform. In der Gesamtbevölkerung nur 70%. Pauschalisieren hilft also gar keinem. Also außer den Islamisten, die ihren Nachwuchs heutzutage übrigens auf TikTok rekrutieren. Wie viele Frauen darf man haben? Man darf zur gleichen Zeit bis zu 4 Ehefrauen haben. Darf man Geburtstage feiern? Es ist natürlich nicht erlaubt, Geburtstage zu feiern. Alter, das läuft gerade bei heute Show? Junge, was sehen meine kranken Augen hier? Was geht hier gerade ab? Das könnte ein Irfan-Pezi-Video sein. Das Raum-Zeit-Kontinuum hat gerade irgendwie so einen komischen Riss oder irgend sowas. Ja, und das muss dieser Rechtsruck sein, von dem wir mal lesen. Ja, Mann. Genau. Rechtsruck confirmed bei der heute Show. Ja, ich meine, was passiert hier? Warum machen die das? Die müssen es gar nicht thematisieren. Die können es da einfach unter den Teppich kehren, weißt du? Geht hier vielleicht doch ein bisschen der auf Grundeis? Oder wollen sie es thematisieren und vielleicht ein bisschen entkräften, bevor es die AfD thematisiert? Ja, vielleicht. Ich glaube, das Thema ist auch einfach mittlerweile zu groß, als dass man es wegschweigen könnte. Und dann denken sie sich vielleicht lieber so, bevor jetzt hier wieder die AfD die ganzen Wählerstimmen abgreift oder was auch immer. Ja? Es wird Sommer. Die Freibadsaison öffnet wieder. Das haben die das komplette letzte Jahr unter den Teppich gekehrt. Dass du, egal wo, in Berlin hat
als ich eine Woche in Berlin war, in diesem Zeitraum sämtliche Schwimmbäder in Berlin komplett geschlossen. Ja, okay. Also, als ich da war, ich wollte schwimmen gehen, ging nicht. Die haben einfach alle geschlossen. Ich glaube, für 2 Wochen oder so stand dann Zettel dran, dass die erstmal komplett Pause machen. Haben die auch unter den Teppich gekehrt, ja? Das stimmt. Ja, mal schauen. Aber mich interessiert jetzt, ob ich als Muslim ein Auto leasen darf. Weil, wenn nicht, dann verstehe ich nicht, wie die alle einen CLA fahren, weißt du? Allgemein nicht sagen, weil dazu muss man die Verträge schauen. Darf man in Schweinfurt leben? In Schweinfurt leben? Darf man in Schweinfurt leben? Ich kann gar nicht. Oh Gott! und. Ich hab letztens von einer Marke gehört, von einer Kleidermarke, die hat ein Schwein als Logo, also ein Eber, ist irgendwie was Französisches gewesen. Mhm. Und da hat der Typ mir dann so erzählt, so von wegen, ja, der Eber ist kein schönes Symbol und alles, ne, aber er hält dann die Muslime dann wenigstens fern. Das fand ich absolut genial. Also so 15 Ecken, also so 130 in Q-Move, da einfach ein Eber drauf zu tun. Also, wir halten fest, was das Leasing von Autos angeht, es kommt auf die Verträge an. Ja. Junge Alter, du musst dir vorstellen, wie heruntergekommen oder wie komplex heruntergekommen eine Religion, eine Ideologie ist, in der du einen Imam fragen musst, einen, ich sag mal, Gottesvertreter fragen musst, ob du dir ein Auto leasen darfst. Also, offenbar ist die moderne Welt einfach für diese Leute nichts. Was machen die dann hier? Ja, die bauen sich hier ihre Welt auf. Ja. Das machen wir hier. Ja. Ja, natürlich darf man in Schweinfurt leben, aber warum sollte man, meine Damen und Herren? Gar nichts mit dem Islam zu tun. Ich war nie in Schweinfurt. Ja, auf solchen Accounts fängt es immer relativ harmlos an, mit Alltagstipps. Und am Ende landet man eben doch beim Kalifat oder so. Was würde helfen? Mehr Präventionsarbeit in Schulen zum Beispiel würde helfen. Aber wir müssen natürlich auch wehrhafter werden, jetzt wo unser Rechtsstaat von allen Seiten unter Druck ist. Erinnert ihr euch noch an die Doku vom Y-Kollektiv, müsste es gewesen sein, wo die eine unterwegs war mit Sheikh Ibrahim, der noch eingeblendet ist. Und dann durfte sie sich nicht auf den Stuhl setzen mit ihm auf Augenhöhe, sondern musste sich auf den Boden setzen wie so ein kleines Hündchen, Alter. Wir durften nicht gleichzeitig im Bild sein und sowas. Genau. Ja. Geliefert wie bestellt. Ja. In dieser Woche beginnt ja auch noch der große Reichsbürgerprozess. Da fehlen ein Islamisten und Reichsbürger. Das wäre doch ein super Match im Datingbereich, oder? Ja, natürlich. Ja, das wär quasi das perfekte Date. Logisch, beide träumen vom autoritären Staat und... Ich glaube, die versuchen jetzt die Islamisten als die eigentliche Quelle des Problems irgendwo darzustellen. Aber ebenso eine lächerliche Quelle der Probleme wie die Reichsbürger. Also so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, die Leute halt zu beruhigen. Ja, ich weiß nicht, aber... Dass er nicht so gefährlich ist und sowas, ja. Reichsbürger sind doch sehr gefährlich, oder nicht? Absolut. Für das Narrativ vom ZDF. Ja, aber die wurden ja zurückgeschlagen. Ja, okay. Die wurden ja alle eingeknastet. Vielleicht historisch gesehen war Hitler doch dem Islam gar nicht mal abgeneigt, als Ideologie. Ja. Nein, Quatsch. Er war ganz böse und nationalistisch und... Hey, Moment, jetzt verunsichere ich mich nicht. Das ist eine Frage gewesen, wo ich halt wirklich meine. Ja, er war komplett, er fand den Islam in Ordnung. Er war autoritär. Ne? Ja, okay. Deswegen. Siehst du, ich dachte schon, ich wäre falsch informiert. Wuppi, das kannst du mit mir nicht machen. Da war ich nur so 70% sicher. Echt? Ja. Der hat sich auch mit einem Imam getroffen. Da gibt es da tolle Bilder aus dem Iran. Hier die schwarz-weiß-rote Fahne war, glaube ich, auch irgendwie was die Iraner irgendwie von Deutschland übernommen haben, weil die deutsche Fans gewesen Irak. Sind. Oder war es der Irak? Irak und Afghanistan haben schwarz-weiß-rot. Der Iran hat rot-weiß-grün. Rot-weiß-grün. Wie Italien. Doch, das werden die wohl von Mussolini übernommen haben. Stimmt. Ja, Historie, hä? Sind Antisemiten. Nur in Sachen Umsturzpläne haben die Reichsbürger klar die Nase vorn. Sie hatten schon Zugang zum Deutschen Bundestag. Sollen hier vieles ausgekundschaftet haben. Ihr Plan? Den Bundestag stürmen, Politiker festnehmen und auch töten, um die Macht in Deutschland zu übernehmen. Stopp. Denk dran, wir sprechen hier von irgendwelchen Rentnern, die den Bundestag stürmen wollen.
die ungefähr noch Luft dafür haben, ich sag mal so 30 Meter vielleicht schnell zu laufen. Okay, gegen diese Menschenmengen, die in Hamburg auf der Straße waren, ja, die auch alle gewaltbereit sind, siehe Freibäder, siehe Einzelfall 7935. Linke Politik funktioniert immer so, dass du da wirklich signifikante Probleme leugnest und halt möglichst kleinredest, während du halt irgendwelche Boogeymans aufbaust, um als Arbeitsnachweis irgendwie irgendetwas überhaupt zu sagen. Oder die Leute halt in irgendeine Richtung zu lenken. Die versuchen, diesen Boogeyman der Reichsbürger irgendwie aufzubauen, aber ey, Alter, das funktioniert hinten und vorne nicht. Mir fehlt auch gerade noch ein bisschen der Zusammenhang zwischen den Islamisten und den Reichsbürgern. Weil diese Verbindung, die Busti eben aufgemacht hat, die spielt ja eigentlich auch keine Rolle, weil die wollen ja das Kaiserreich wieder haben und nicht das Dritte Reich. Ich glaube, die, ja, ja, richtig, aber ich glaube, die machen wirklich den Move, um die Islamisten als genauso großes, in Anführungsstrichen, Problem darzustellen wie die Reichsbürger, nämlich als insignifikant. Ja. Ja, einfach so ein paar Schwachmaten. Ja. Können die nicht wie normale Rentner mit E-Bikes Terror verbreiten? In Wirklichkeit gar nicht lustig. Seit Montag in Stuttgart vor Gericht wegen Gründung einer terroristischen... Ja, in Wirklichkeit gar nicht lustig. Ja, da beschreibt er endlich mal seine Sendung. Vereinigung. Kopf des Ganzen ist Heinrich der 13. Prinz Reuß, beziehungsweise so mutmaßliche Hochverräter, formerly known as Prinz. In drei verschiedenen Oberlandesgerichten wird demnächst parallel verhandelt. Das gab es überhaupt noch nie. Es ist einer der spektakulärsten und größten Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Eines der größten Terrorprozesse in der Geschichte der Bundesrepublik. Spektakulär, beispiellos. Ich frage mich, was sie ihm vorwerfen. Ja, sie hatten Pläne. Ja, okay, das kann ich jetzt nicht verneinen. Gut, gut. Ja, aber Sie wissen schon, dass ich dazu eine Armbrust hatte, die nicht mal illegal ist in Deutschland, und ansonsten ein paar Dosen Ravioli. Ja, ja, das ist richtig. Das haben wir bei Ihnen im Keller gefunden. Okay. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Ein Verfahren. Ja, ja. Da käme sogar Frau Salisch an ihre Grenzen. Rund anderthalb Jahre haben diese Reichsbürger an ihrem Putsch gearbeitet. Sie haben Waffen gesammelt, Schießübungen veranstaltet und lange Feindeslisten erstellt. Wir sagen, die Nummer hätte echt hässlich werden können. Die Gruppe Reuß ist überhaupt erst aufgeflogen, als sie sich mit einer anderen, bereits überwachten Gruppe getroffen hat. Nämlich der, die damals, erinnert sich, Karl Lauterbach entführen wollte. Angeführt von einer 75-Jährigen. Das ist unfassbar, von einer 75-Jährigen. Unheimlich. Woran erkenne ich, wenn meine eigene Oma in die Reichsbürger-Ecke abdriftet? Es gibt zum Glück Indizien. Wenn Oma hier zum Beispiel nur noch... Ich meine, da können wir das Problem mal ein bisschen einordnen, ja? Irgendwelche uralten Rentner. Was wollen die machen? Also, was ist das hier? Kennt ihr noch den Film Red mit Bruce Willis und Morgan Freeman? Nee. Doch, ja, sag mir was. Die sind so in Rente und dann wollen sie es doch nochmal wissen, ne? Und dann setzen die sich nochmal zusammen und dann, ja, keine Ahnung, sind die so auf Mission. Bruce Willis, Morgan Freeman, alle schon über 70 oder so und ballern da dann rum, so wie Expendables, Alter. So Dolph Lundgren, oh komm, Sylvester Stallone und sowas, ne? Schnappen sich nochmal ein paar Waffen und gehen auf große Mission. So stellen die sich das dann vor? Ja, bin ich mal gespannt, wie die da reinkommen in den Bundestag. Über einen Zaun klettern können die nicht mehr in ihrem Alter? Also müssen die mit ihren Waffen durch den Scanner. Wie soll das denn funktionieren? Anfleckballon erstrickt und in der Schale mit dem Wert des Echten liegt plötzlich eine Handgranate. Ja, hoher Altersschnitt heißt eben nicht ungefährlich. Auch weil erschreckend viele Ex-Bundeswehroffiziere mit dabei waren in Prinz Heinis Umsturzteam. Also Leute, die mal ein Eid auf unsere Verfassung geschworen haben. So wie der ehemalige Stabschef des Kommando Spezialkräfte, Maximilian Eder. Bekannt durch die Kinderserie Meister Eder und sein Tuschunkel. Es ist im Nachhinein schwer zu sagen, wann genau er abgedreht ist. Also, Pumuckl mit der AK-47, wenn er so böse guckt, sieht schon witzig aus. Junge. Seit Corona geht der Herr Oberst mit diesem Comedy-Programm hier auf Tour. Es gibt also Politiker, die am Wochenende oder möglicherweise während der Woche manchmal nichts anderes zu tun haben, als solche satanische Rituale durchzuführen an kleinen Kindern oder an jungen Frauen. Die werden also festgehalten in unterirdischen engen Katakomben, Welt, in der Schweiz. Also, ja, so weit, so schlüssig, meine Damen. Ich sag mal, jetzt weiß Welke, wie wir uns fühlen, wenn wir sein Programm gucken. Ich meine, bei euch ist auch gerade Totenstelle. Panda, die bedienen wir wahrscheinlich nur den Start- und Stopp-Knopf. Die ist gar nicht mehr da. Mir fällt es nur auf, dass sie sich bisher halt nur über die Reichsbürger, über die deutschen Phänotyp weißen Leute lustig machen und die ganzen Islamisten. Das ist ja, das ist halt nett, aber jetzt halt immer noch nicht so wirklich mit Bums, ne? Wuppi, das ist eine sehr gute Beobachtung. Hier geht es um Islamisten und auf einmal, so, wisst ihr, wie Islamisten auch noch sind? Wie Reichsbürger, ja super. Problem einmal kurz benannt und dann
das als Brücke genutzt, um auf das Problem, was man lieber thematisiert, umzuschwenken. Wahnsinn. Mhm. Es ist eine absolute Kunst. Mhm. Mal schauen, ob vielleicht kommen sie ja nochmal drauf zurück. Wer weiß. ganz am Anfang noch die dummen Statements da von denen, also die dummen Fragen dort bei den Musels. Ja, warte mal. Das war dann von, wir steigen ernst ein zu, wir machen es uns jetzt darüber lustig mit, guck mal, der ist im Stimmenbruch, der kommt nicht in den Stimmenbruch, zu, darf man in Schweinfurt wohnen? Reisbürger. Mhm. Also es ging sehr schnell. Bevor wir weitermachen, ich muss mal kurz was zu trinken holen. Ich glaube, das schneidet er dann raus, oder? Wer weiß. Ach so. Hau mal hier ein paar Sachen raus. Das ist halt auch eine Aussage, ne? Die ganze kannst du ja gleich wieder rausschneiden. Was? Warum rausschneiden? Alter, jetzt habe ich mir ein Getränk geholt. Ich hab heute mal ein paar neue geholt und wollte die austesten. Also, der eine Prime war eine Katastrophe und jetzt habe ich hier Limo, Cola und Orangemix. Okay, wir können gerne weitermachen. Ja. Damen und Herren, oder man stellt doch mal seine Medikamente um. Tatsächlich glauben viele Reichsbürger an Eliten, die Kinderblut trinken. Heinrich und seine Leute wollten diese angezapften Kids aus ihren Bunkern befreien, und zwar mit Hilfe einer sogenannten Allianz. Wobei bis heute keiner weiß, was das sein soll. Ja, bis heute. Denn ein Rechercheteam aus Heute Show, WDR und... Boah, Panda, wir sind echt ein gutes Team, ne? Oh, ja. Scheiße. So. Wisst ihr noch, wer das groß gemacht hat mit dem Kinderblut trinken oder aus welchem Grund man das trinkt? Xavier Naidoo war das doch, ne? Richtig, Mann, wegen dem Adrenochrom. Ja. Mhm. Der wurde gecancelt. Ja, und warum cancelt man ihn? Vielleicht ist es die Wahrheit. Ich bin ja auch immer so Team Schwurbel, Schwurbel. Und ja, warum nicht? Ich könnte es mir vorstellen, dass irgendwelche Spackos das trinken. Aus Adrenochrom-Gründen. Sonst würde es... Dann glaubst du auch an die Kinderfarmen und so weiter. Wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber davon habe ich bisher noch nie was gehört. In Afrika gibt es ja auch solche, wenn da einer als Albino zur Welt kommt, in irgendwelchen, keine Ahnung, Uganda, tiefstes Afrika, Kongo, weiß der Kuckuck, dann haben die keine sonderlich lange Lebenszeit, weil deren Körperteile dann dementsprechend zur Medizin verarbeitet werden. Also es gibt echt Leute, die glauben an so einen Scheiß. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die, keine Ahnung, wenn ich sein Herz fresse, dass ich seine Kraft oder sowas übertragen bekomme. Also dieses Adrenochrom-Zeug, das wird's safe. 100% wird's Leute geben, die daran glauben. Und dann gibt's auch Leute, die, keine Ahnung, wenn sie Möglichkeiten haben, sowas machen würden. Ja. Aber das sind doch diese ganzen ESO-Schwurbler, die sind doch nicht zwangsläufig mit den Reichsbürgern gleichzusetzen, das ist ja schon nochmal eine andere Gruppe eigentlich. Also wird hier wieder vermischt, um die noch lächerlicher darzustellen, ja, als die schon sind. Wenn du irgendwie Kinderblut oder sowas trinken willst, dann musst du so fucking reich sein, Alter, dass du dir eine Insel kaufen kannst, damit du da wie Epstein irgendwelche Sachen drauf machen kannst. Ja, klar. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wenn du kein Geld hast, dann wird das nichts, Mann. Also dann kannst du dir diesen Luxus nicht leisten, Mann, um an Adrenochrom zu kommen. Wuppi, und an alle Zuhörer, wir haben eben im Vorgespräch ein bisschen über Indiana Jones gesprochen, über den ersten und den dritten Teil. Jetzt muss ich nochmal auf den zweiten zu sprechen kommen, als du gesagt hattest, das Herz rausreißen. Das kam nämlich im zweiten Teil vor. Da wollten die einem das Herz rausreißen mit diesem Kalima. Kalima. Und dann greifen die so in die Brust rein und ziehen einem das Herz raus, Alter. Boah. Kranker Scheiß, ey. Hat Dua Lipa auch in einem Musikvideo gemacht. Ja? Mhm. Und zwar war das in dem Musikvideo Physical, als sie ihm das Herz gestohlen hat. Dann greift sie so in seine Brust, das war dann so animiert, sag ich mal, und dann zieht sie so das Herz raus und dann hat sie einfach so einen kleinen leuchtenden Diamanten in der Hand und dann fangen die an zu tanzen. Wow. Oh ja. Ja, diese Branche scheint ja auch gut durchseucht vom Satanismus zu sein. Ne? Ja, ich meine, Trau kein Promi hat da super viele Videos dazu gemacht. Der gute Tillmann Knechtel oder wie der heißt. Mhm. Hab schon lange nicht mehr reingeguckt bei dem. Lebt er noch? Gute Frage.
er schreibt auf jeden Fall für ein Magazin, aber ich weiß auch nicht, ob da schon mal irgendwie wieder was rauskam. Mhm. Der soll mal öfter Videos machen. Oh Gott. Spezial hat herausgefunden, bei der Allianz handelt es sich wohl um eine sogenannte Versicherung. Hier sehen wir die Zentrale. Ja, Sie merken, abends leuchtet sie kinderblutrot. Kein Wunder, dass da keiner Trainer werden will, meine Damen und Herren. Der war jetzt gut. Ich glaube, dafür bin ich zu wenig im Fußballgame, um das zu verstehen, oder? Ich habe es heute noch bei Bild gelesen, ey. Bayern findet einfach keinen Trainer und jeden, den sie anfragen, der sagt ab und sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Oh. Und, genug gelacht, Gott sei Dank hat der Putsch, den sie selber Tag X nennen, am Ende nicht stattgefunden. Gott sei Dank, ne? Denn Irrsinn hin oder her, bewaffnete Irre, die ihren Irrsinn glauben, sind irregefährlich. Wie zum Beispiel Reichsbürger Ingo K., der bei seiner Verhaftung Polizisten angeschossen hat. In seinem Umfeld soll er über eine Weltregierung mit Echsenmenschen fabuliert haben. Dann gefragt hat er, ja, gehst du zu McDonald's, weil ich halt mit meinen Kindern... Da ist ein Echsenmensch. Und dann sagt er, was, dann gehst du... Das ist doch ein Echsenmensch. Ja, ich glaube, die Haut ist irgendwie nur so ein bisschen drüber gezogen. Oh je. Alter, was ist das denn, ey? Echsenmenschen töten. Echsenmenschen töten. Ja. Das kann durchaus vorkommen. Gehst du hin und sagst, ja, sicher, gehe ich mal ab und zu McDonald's oder zu Burger King. Sagt, ja, du weißt aber schon, dass die Juden die Kinder entführen und schlachten und das alles Kinderfleisch ist. Ich glaube, überwiegend ist es Rindfleisch. Deswegen hieß das da. Ich finde es halt krass, dass diese Leute, dass da viele Leute an so einen Blödsinn dann halt glauben. Ich finde es krass, dass es überhaupt Menschen gibt, die an so einen Blödsinn glauben, weil rein wirtschaftlich betrachtet schließt sich sowas schon komplett aus. Ja? Ich meine, ein Kind aufzuziehen, wie lange ist die Lebenserwartung einer Kuh, bis sie geschlachtet wird? Keine Ahnung, 2 Jahre? Vielleicht? Nee, drei, ich glaube nur ein paar Monate. Ich hätte jetzt noch länger gedacht. So eine Kuh im Essay, 5 Jahre oder so. Nee, echt? Im Leben. Erzähl weiter, ich google mal. Ja, ich meine, an einem Kind, was jetzt 5 Jahre alt ist, da ist halt immer noch null Fleisch irgendwo dran. Also deswegen, warum? Du würdest ja, wenn schon, würdest du versuchen, das Fleisch irgendwie zu punchen mit irgendeinem Fleisch, was letzten Endes schneller irgendwo wachsen würde. Keine Ahnung, irgendeine Sau würdest du dann dafür umbringen oder whatever, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Menschen dazu zu nehmen, ist wirtschaftlicher, völliger, totaler Schwachsinn. Und deswegen alleine gibt es das schon überhaupt nicht. Also Milchkühe werden in der Landwirtschaft durchschnittlich 5,5 Jahre alt, Mastbullen so durchschnittlich 18 bis 20 Monate, dann sind sie schlachtreif. Ja, der Punkt geht wohl am Panda. Ja, ich gucke jetzt mal, wie lange so ein Schlachtkalb lebt. Ein Schlachtkalb lebt so zwischen 5 bis 12 Monate. Bis da genügend Fleisch ist, dass sich sowas wirtschaftlich lohnt. Cool. Ja. Wieder was hast du gelernt. Und du musst überlegen, dann musst du das Kind gute 15 Jahre aufziehen, damit du es endlich schlachten kannst. Ja, okay. Aber pass auf, jetzt als Gegenpunkt. Du willst die Kinder ja sowieso aufziehen, weil du ja das Blut von denen brauchst. Ja. Und nachdem du das Blut abgesaugt hast, dann ist ja noch was übrig. Und warum sollte man das dann nicht verarbeiten? Ach so. Ja. Ah, okay. Wäre es dann nicht logischer, boah, wir gehen da echt mit kranken Themen sehr logisch einfach nur dran, wäre es dann nicht logischer, keine Ahnung, so das Kind zu melken, quasi alle 30 Tage oder sowas, und dann halt wieder zuzumachen und dann kann das wieder weiterleben? Nee, ich glaube, da ist etwas, das wird freigesetzt erst beim Tötungsprozess. Ist das, darum geht's. Panna, war das so? Ich meine, da gibt es irgendetwas. Kann sein, ja, ich glaube schon. Alter, jetzt bräuchte ich Xavier Naidoo. Der Typ. Lass uns den nächsten Talk halten mit Xavier Naidoo. Okay. Ohne Scheiß, das würde mich echt interessieren, wie dieser durchgeknallte Typ so tickt. Aber der hat sich doch distanziert. Ja, aber. Er macht den Kuchen-TV. Vor der Kamera sagt er das, aber wenn die Kamera aus ist, ist er komplett anders. Okay, dann müssen wir ihn überzeugen, dass der nicht von der Kamera spricht, weil wir sprechen ja nur ohne Kamera. Richtig, richtig. Der bestimmt Xavier, hier ist keine Kamera, Alter.
Ja, okay, hast recht. Ja, das hat Renochrom, ich schwör's euch. Okay, also falls das einer von euch... Falls einer von euch Zuschauern den Kontakt zu Xavier Naidu hat, gerne weiterleiten. Ja. Aber Wuppi, du hast recht. Rein wirtschaftlich ist das halt, also kann das schon nicht funktionieren und ich finde es absurd, dass Leute an solche Thesen dann glauben, Alter. Also keine Ahnung, das sind so, ich könnte mir vorstellen, das sind Leute, die haben irgendwann mal ihren Job verloren, sind gefrustet, weißt du, und spinnen sich dann in irgendwelche Sachen rein, um zu erklären, warum die jetzt keinen Bock mehr haben, sich einen neuen Job zu suchen, die das ganze System blöd finden, die ganze Welt blöd finden. Alles ist eine Verschwörung gegen sie. Ja, ja, vielleicht sind sie halt auch einfach nur komplett straight up dumm. Ne? Guck doch mal beispielsweise. Es gibt Leute, die glauben tatsächlich, dass die Menschheit niemals auf dem Mond gelandet ist. So. Die haben vielleicht hier und da ein paar Punkte, wo man sagen könnte, okay. Ja, beweis mir das Gegenteil. Ein bisschen logisch. Kann ich dir ganz einfach beweisen. Die Russen waren in einer Feindschaft mit den USA, die USA waren in einer Feindschaft mit den Russen. Wenn die Amerikaner nicht darauf gelandet wären, dann hätten die Russen die Mittel gehabt, um es hundertprozentig herauszufinden, ob sie auf dem Mond gewesen sind. Und sie haben über viele Jahre hinweg es auf jeden Fall geprüft und verifiziert, dass die Amerikaner auf dem Mond gewesen sind, weil du sonst gehört hättest von den Russen, Moment mal, da ist irgendetwas schiefgelaufen. Und es wären viel zu viele Leute involviert in die Angelegenheit gewesen, um das Ganze geheim zu halten. Das bedeutet, es ist hundertprozentig bewiesen, dass die Amerikaner auf dem Mond gewesen sind, sonst hätten die Amis diese Lüge in Anführungsstrichen auf dem Silbertablett geliefert gekriegt. Punkt. Ja, alles klar. Also, denk dran, ich bin jetzt nicht derjenige, der hier sagt, nein, Wuppi, die waren nicht auf dem Mond. Ja, nee. Ich finde es auch absurd, dass man halt sagt, ja, der Himmel ist nur Projektion und sowas und eigentlich ist da drüber, ach komm, Alter, ich verstehe diese Verschwörungstheorien nicht ganz. Also, Verschwörungstheorien sind zu einem gewissen Punkt lustig. Ja, aber sobald man sich darin hoffnungslos verliert, dann tut es mir einfach leid. Sag mal, Junior-Tüte, natürlich! Jetzt macht das alles Sinn. So, laut Verfassungsschutz leben unter uns mindestens 23.000 Reichsbürger. Es bleibt also Stand. Wobei, auf eine Art fast... Ich dachte, jetzt kommt Echsenmenschen. Dann hätte er einen guten Witz gebracht. Ja. Schade, dass Prinz Heinrich keinen Erfolg hatte. Wenn Deutschland eine Monarchie geworden wäre, hätte es vielleicht ein Deutsch... Von wann ist diese Sendung? Ganz aktuell. Ganz aktuell? Dritter, Fünfter. Der Typ ist jetzt schon seit mehreren Wochen unter der Erde und die machen sich jetzt über den lustig. Nee, nicht Prinz Heinrich, der nicht, sondern ein Angestellter von ihm oder einer aus seinem Team. Ein Angestellter von dem ist abgenippelt. Genau, ich habe auch so verstanden, aber Prinz Heinrich, Reus, Dingens, hier lebt noch. Gott sei Dank, wer soll uns sonst retten? The Crown gegeben. Und ich habe immer so gerne The Crown geguckt. Es ist das Serien-Event des Jahres. Nach der erfolgreichen Stimmung des Reichstags wird der frisch gekrönte König Heinrich der Gemachtschild durch Patronenstein-Türen gefangen. Das Volk ist begeistert. Untertanen, Pöbel, armseliges Gesinde. Als euer König verfüge ich die Rückkehr der Leibeigenschaft und das Recht der ersten Nacht. Sobald irgendwer heiratet, darf ich als erster rüber. Und jetzt tanzt. Okay, stopp. Romantik. Es sah schon schön aus, als wir gerade die Bilder aus England gesehen haben, fand ich. Mit dieser komplett goldenen Kutsche und alles so schön traditionell. Das hat schon was, ne? Bin ich ehrlich. Auch wenn es mittlerweile nur noch reine Tradition ist, ne? Ja, du kannst so viel erzählen von Gegner der Monarchie und so weiter. Ja, sind wir alle, aber letztendlich, die Leute finden das einfach trotzdem geil. Guck dir diese ganzen Schlösser an, die es noch gibt und diese ganzen Menschenmassen von Touristen, die sich das alles angucken wollen, weil es einfach übertrieben geil aussieht und die Leute mögen das. Moderne Architektur, Panda. Das ist etwas, das schmerzt mich. Ja. Ich hatte auch mal mit dem guten Schattenmacher darüber gesprochen. Wann wurde denn das letzte Mal ein Gebäude gebaut wie, das fällt mir jetzt ein, sowas wie der Berliner Dom oder sowas, ne? Das ist das Gebäude mit diesen kupferfarbenen, oxidierten Kuppeldächern. Weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Wann wurde das letzte Mal in Deutschland so ein Gebäude gebaut? Ich glaube, in diese Richtung von diesem Gebäude mit diesen Verzierungen an der Außenfassade bestimmt über 100 Jahre her. Ewigkeiten auf jeden Fall. Und dann kam, ganz fürchterlich finde ich, die Architektur der 70er Jahre, diesen richtig widerwärtigen Plattenbau. Ja, und heute hast du einfach alles so glatt. Es gibt keine Klinkerfassaden mehr. Es ist alles schön weiß verputzt und sieht von allen Seiten gleich aus. Lieblos, ohne Charakter. Aber nicht nur Architektur. Ich habe ein kleines Video gesehen, neulich irgendwo, da hat einer so gesagt, hier, was ist das hier? Das ist so ein Straßenpfosten. Damals waren die noch so geschwungen und hatten Verzierungen und sowas, ne? Das ist jetzt einfach nur ein silberner Klotz, der nach oben geht, wie so ein Zylinder. Straßenlaternen. Damals gegen heute. Ja, also es ist das gesamte Bild, was du siehst,
was komplett charakterlos geworden ist. Ja, es ist halt billiger, das einfach nur glatt und langweilig und hässlich zu machen. Ja, und keiner gibt sich mehr Mühe. Deutschland und das ist, will auch keiner bezahlen. Deutschland ist reicher geworden als vor 120 oder 150 Jahren. Viel, viel reicher. Gut, ich meine, gut, wir geben jetzt, weiß ich nicht, wie viele 100 Milliarden ins Ausland. Aber nehmen wir mal an, die würden wir nicht ausgeben, sondern hier behalten. Du könntest so schöne Projekte damit starten, um einfach Deutschland attraktiv zu machen, dem ganzen Charakter zu geben. Und das zieht ja auch wiederum Touristen hier hin, mit denen du viel mehr Geld machst. Klar. Na, also ganz viele Chinesen kommen dann hier hin und machen Fotos und bauen die Städte dann in China nach. Wir kennen's. Aber das funktioniert halt nur, sofern deine Stadt Charakter hat. Und das hast du halt nur, wenn du ja nicht alles so lieblos da raushaust, so weißt du? Pur auf Schloss Reitmannsheim. Was läuft da zwischen dem Monarchen und seiner treuen Haushälterin Beatrix? Selina, du versuchst für den König, Kinder aus Kellern zu befreien. Ja, okay. Ja, den muss ich ihm geben. Der ist jetzt Scheiße. Doppelt gut, weil wir auch gerade drüber gesprochen haben. Ja. War keine. Und heult eine komplette Folge durch. Hofkoch Adler Hildmann wird gefeuert. Ja, yeah. Als rauskommt, dass er Veganer ist und schreibt aus Rache eine Tötungsbuch namens Mein Mampf. Das alles ja, Gott, das also kaum. Ja. Sehen Sie, das ist außerirdische Nixenmenschen als Heinrich Prinz Zeus, Veronika Ferris als Jagdschloss Reitmannsheim und Wiener Luka Modric als Beatrix von Schleich. Das ist dieser Traum. Das ist auch gut. In Serie. Das deutsche wird klein. Ein Traum, der ich verbraucht. So, Frage, was... Jetzt hätte ich aber auch ganz gerne mal, dass sie sich mal schön über die Musels lustig machen, aber das trauen sie sich nicht, weil die dann wissen, dass sie dann erstmal schön auf die Fresse kassieren. Und also wieder. Nicht von mir, ne? Und wieder mal, Wuppi. Du hast absolut recht. Panna, kannst du mal bitte gucken, wie lange wir jetzt drin sind? So ein Drittel, 9 Minuten 32. Ja, okay, also ja, gut. Gutes Drittel drin. Das Thema ist eigentlich der islamische Gottesstaat, der hier errichtet werden soll unter den Gesetzmäßigkeiten der Scharia. Und wir reden darüber, dass irgendwelche Leute Dosenravioli in ihren Keller gebunkert haben und hobbymäßig beim Skatspielen darüber schwadroniert haben, wie man Deutschland einnehmen möchte. Okay, die anderen stehen auf der Straße mit über 1000 Leuten und schreien, dass sofern wir hier die Mehrzahl haben, ja, oder eine signifikante Anzahl an Gleichgesinnten, dann übernehmen wir den Bums hier auch gewalttätig. Ja, und das traut er sich, Alter, nicht, auch nicht nur in der Kneifzange anzufassen. Also, feige. Er ist ein richtiger Don, Alter. Ja. Ich bin jetzt auch gespannt, ob vielleicht nochmal darauf zurückkommen gegangen wird, aber ich glaub's nicht. Ja, also ob wir jetzt noch 20 Minuten über irgendwelche Reichsbürger reden. Also das ist ja dann mit Abstand das Schwächste, was ich bisher gesehen habe. Und wir haben beim letzten Mal schon über das Höcke- und Vogt-Interview-Duell drüber gesprochen, wo er uns dann einfach als Vollidioten bezeichnet hat. Ja. Was weiß eigentlich die Forschung über unsere Reichsbürgerszene? 3/4 von denen sind über 40-jährige Männer, die in der Vergangenheit berufliche oder private Rückschläge erlebt haben. Kurz gesagt, mittelalte Loser, die übrigens untereinander total zerstritten sind, verteilt auf diverse Untergruppen. Dennis Knossaller zum Beispiel ist Sprecher der sogenannten ganz normalen Reichsbürger. Herr Knossaller, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es euch überhaupt gibt. Ja, sehen Sie, ist total schade. Man steckt uns alle immer in dieselbe Zwangsjacke. Da habe ich überhaupt nichts am Hut mit diesen irren Putschopas, beziehungsweise am Aluhut. Stopp. Das heißt, Sie glauben auch nicht, dass Eliten Kinder... Jesus Maria. Ey. Oh je. Panda, du kriegst jetzt den Stoppknopf, außer Wuppi möchte selber Stopp drücken. Okay. Genau. Ja. So. Ich meine, guck mal, was für einen privilegierten Reichsbürger die hier abbilden. Die implizieren ja jetzt gerade, dass der Typ sogar einen riesigen Garten hat an seinem Haus. Ey, wie gerne hätte ich ein Haus mit einem großen Garten? Oh ja. Oder die Bundesregierung komplett aus Reptiloiden, also Echsenmenschen, besteht. Nein, so ein Bullshit. Wer kommt auf sowas? Also gut, Karl Lauterbach ist Reptiloid, klar. Da gibt es ja im Internet Aufnahmen, wo er mit der Zunge eine Fliege fängt. Das ist ein Fakt. Ja, aber stopp. Ich erkenne zum Beispiel die Bund... Ich glaube, das erklärt auch seine gespaltene Zunge, oder? Busti, bist du witzig. Na, Busti, wir tun einfach so, als ob die letzten 10 Sekunden nicht geschehen wären. Okay. Das ist nie passiert. Sind die komplett an. Sie sind immer von meiner Rutschgesetze. Da BRD, hier GHK, Großherzog von Knossaller, regiert von seinem von Gott gesalten Herrscher, Dennis Heinrich, Magier, Baron, Freiherzog Gottrop und Großvisier von Bielefeld, Brachwied. Sie können mich aber auch einfach hier oben annehmen. Also, ihr kommt das Reich an so ca. 500 Quadratmeter. Ja, Vorsicht, es gibt aktuell noch Streitigkeiten über Gebietsansprüche zwischen mir und Manfred dem I., dem selbsternannten Kaiser von Bad Salzufel. Der wohnt da drüben in dem hässlichen Bungalow. Ich werd wirklich aggressiv, so stiefelt. Diese Drecksäcke, diese fucking Drecksäcke, da laufen völlig durchgeknallte Musels in Hamburg durch die Gegend und rufen von wegen Kalifat. Die setzen das gleich und machen sich nur noch lustig über die
über so eine Punkgruppe von Rentnern. Leck mich am Arsch, ey. Oh Gott. Ey, jede Woche, heute schon ein neuer Tiefpunkt. Es ist unfassbar. Und es ist nicht lustig. Es ist absolut nicht lustig, was hier erzählt wird, Mann. Ja. Der zählt hier irgendwelche Städtenamen auf. Wie Wuppi sagt, da vorne wird ein neuer Gottesstaat errichtet in Hamburg. Mit ultra vielen Leuten auf der Straße. Und hier geht es darum, dass hier zwei Leute meinen, dass ihr Grundstück ein eigenes Land sein sollte. Okay. Juckt mich nicht, Mann. Das Reich existiert überhaupt nicht, du Spinner! Lass dich einweisen! Es gibt halt leider sehr viele sehr unseriöse Leute in der Szene. Ja, verstehe. Aber ihr seid schon alle rechtsextreme Antisemiten. Ja, klar. Und wir sind uns insgesamt... Was machst du da, Schatz? Ich spalte mich von deinem Großherzogtum ab, weil mich dein krankes Gelaber krank macht. Weißt du, jetzt gehört dir dieser Teil des Gartens und die Garage. Das ist Hochverrat! Du bist mein Untertan! Laut Völkerrecht könnte ich jederzeit bei dir einmarschieren! Ach ja? Versuch's doch mal! Ihr Gnaden, Dennis Klosser, meine Damen und Herren! Ich will mir das Publikum angucken, Alter. Wir haben links die Boomer-Fraktion und rechts dann so die Studenten. Und Boomer. Es sind schon sehr, sehr viele Boomer. Ja, Wahnsinn. Alter, ich bin froh, dass dieser Sketch vorbei ist, wobei man es nicht Sketch nennen kann. Alter. Ja, es ist jetzt auch nicht gerade mein Humor. Was soll man sagen? Das ist einfach krass. Du kannst mir nichts erzählen, aber ganz ehrlich, die werden animiert dazu, jetzt zu klatschen. Ja klar, also in so Sendungen, du hast immer entweder so einen Typen, der da steht und die Leute anfeuert, oder du hast so wie einfach Leinwände oder Fernseher, Bildschirme, wo dann drauf steht, bitte jetzt klatschen oder bitte jetzt lachen und so weiter. Und teilweise, also das wird dann auch so gemacht, teilweise vor der Sendung kommt halt so ein Typ, der den Leuten erstmal so ein Comedy-Programm abliefert, das wahrscheinlich lustiger ist als die ganze Sendung hier. Und dann werden diese ganzen Lacher erstmal aufgenommen, genau, und dann sagt er, ja, nee, war noch nicht genug, hier, klatscht noch mehr, und dann wird das dann später reingeschnitten. Ja, kann auch sein. Ich war noch nie bei solchen Programmen im Publikum. Und ich wurde auch jetzt gerade wieder bestätigt, warum. Ja, es muss also nicht sein. Ich wollte damals mal zu TV Total. Da dachte ich mir, das wäre bestimmt cool, Stefan Raab da mal live zu sehen. Aber das war auch noch eine andere Zeit. Weißt du, Conor McGregor würde sagen, this was a different time. Ja. Dann würde er noch weiter sagen, so I gonna whoop your ass in July. Whoopi, das ging an dich, Alter. Ja. Scheiße. Wann kommt der Boxkampf mit Zeller? Wenn die kleine kleine Unperson sich mal trauen würde. Oh, ich würde gerne mal mit ihm so ein schönes Sparring machen. Ja, aber. Aber ohne Handschuhe, Bärnackel, damit es ihm richtig wehtut. Wuppi, du musst so ein Ding bringen wie: Trau dich, komm zu mir. Ich komm zu denen. Ich fahre bis ans andere Ende von Deutschland, habe ich gar kein Problem, ey. Einfach nur, um Zeller mal einen schönen Kaffee auszugeben. Sehr schön. Ja, ich hoffe, das kommt zustande. Ich würde es mir wünschen, aber bitte. Kein Boxkampf, sondern ein MMA-Kampf. Ich finde Boxen, Boxen ist in Ordnung, aber ganz ehrlich, ich finde es blöd, wenn man seine Knie und seine Beine nicht einsetzen kann. Und die Boxhandschuhe sind immer so dick und klobig. Du kannst nicht so schön Uppercut schlagen, weil eine Faust ist ja klein. Die kannst du schön durchstrecken durch die Deckung. Mhm. Aber so einen richtig fetten Boxhandschuh, ja, wow, Alter, also damit einen sauberen Treffer zu landen, ist halt schwierig. Und dann, ich ziehe mir immer so Amateurkämpfe rein, einfach um zu gucken, wie kämpfen Leute auf der Straße, ne? Mhm. Ja. Amateurboxkämpfe sind sowas von scheiße, Alter. MMA-Boxkämpfe sind wenigstens lustig. Bei Boxen werden die Leute im Clinch getrennt. So, dann kommt der Ref dazwischen und sagt, so, zurück. Im MMA ist der Clinch eine Disziplin, ja? Du musst gucken, du kannst werfen, du kannst Knie geben, Ellbogen, ja? Also es gibt viel mehr Sachen, da kommt keiner und trennt dich. Und das ist realistischer für Streetfights und sowas. Und jetzt muss ich leider zwei Worte sagen, bei denen sich das menschliche Gehirn aus Selbstschutz direkt runterfährt. Cum-Ex. Ja, Entschuldigung, aber es muss leider sein, wir müssen drüber reden, nach diesem Paukenschlag. Anne Bohr, Entschuldigung, als Staatsanwältin, die Cum-Ex-Chefermittler-Koryphäe, schmeißt hin. Ich glaube, das ist jetzt ein Themenwechsel, kann das sein? Ja. Das heißt, wir haben es geschafft. Ja. Also, das war jetzt Islamisten und Reichsbürger. Eine Minute Islamismus, 14 Minuten Reichsbürger. Das sind so feige Drecksäue. Guck, wie dieses Stillbild jetzt gerade von Welke, das beschreibt diese Sendung. Wirklich.
Dann sieht diese verschämten Schweinsaugen da drin. Oh ja, der weiß, dass er hier gerade böse Sachen macht. Ja, Wuppi, du bringst mich aus dem Konzept. Was wollte ich sagen? Ja, genau, das Beste, was sie hatten zu Reisbürgern, war ein absolut schlechter Sketch und etwas, was vor gut einem Jahr passiert ist. Okay, ja, okay, die besitzen Grundstücke, wo sie meinen, das ist jetzt ihr eigenes Land. Okay. Ein paar Leute, die ballaballa sind, gibt's immer, okay? Und das ist jetzt das Problem? Super, Alter. Haben wir alle mal wieder gelacht von der Heute-Show und ja. Ja, Heute-Show, meine absolute Lieblings-Satire-Sendung. Ich lache immer sehr herzlich dabei. Es ist wunderschön und macht sehr viel Spaß. Es fällt mir auch immer schwerer, von Mal zu Mal da wirklich gut drauf reagieren zu können, irgendwie guten Input dazu zu geben. Es ist halt absurd, was hier thematisiert wird. Weißt du, was ich lustig fände? Ja, bitte. Wenn im kommenden Stolzmonat sich ein paar Leute finden sollten und da schön das ZDF-Studio oder sowas einstolzen würden. Das wäre doch eine nette Geschichte, oder? Ach, dann müsstest du ja da hinfahren und... Es gibt bestimmt Leute, die da Bock drauf hätten. Und die Kamera schwenkt dann über dich. Mhm. Ach, zieh alle FFP2-Maske auf und diese komischen Sonnenbrillen, die Atzen damals immer aufhatten mit diesen Strich. Ja. In Deutschlandfarben. Oh ja. Passend ja. Zur EM. Boah, ja. Boah, gibt's die? Warte. Safe gibt's die. Safe. Oder du ziehst die Brille Nase-Schnauzer-Kombi auf, damit dich keiner erkennt. Das ist auch gut. Alter, ich habe mal von einem Fall gelesen. Da war, jetzt musst du mir mal kurz helfen. Prinz Charles ist es jetzt gerade, ne? Prinz Philipp war es. König Charles. Genau, es war Prinz Philipp. Der Mann von der Queen. Heißt das dann Prinz? Nee, ne? Der Prinz ist doch nur der Sohn, oder? Nee, der Mann von der Queen der Sohn. Der Mann. Der Mann von der Queen. Oh, das, lassen wir das drin, das ist lustig. Der Mann von der Königin ist dann immer. Der König. Nee, das war trotzdem der Prinz. Die haben irgendwie eine ganz komische Bezeichnung da. Ja, König oder Königin ist nur wirklich die einzige Person da an der Spitze. Was ist? Okay, warte mal. Frau von König Charles. Das will ich jetzt mal wissen. Nein, das ist Charles. Das ist Queen Elizabeth und König Philipp. Ich meine Prinz Philipp. Queen Camilla ist das jetzt gerade. Queen Camilla ist die aktuelle Königin quasi. Von König. Ja, wirklich? Ja, heißt doch. Queen? Ja, kein von, Scheiß. Ja, aber es hieß doch immer Prinz. Digga. Philipp. Wer ist denn jetzt auf einmal die Königin Camilla? Ja, ja Prinz Philipp. Ja, Camilla ist die hier, keine Ahnung. Das ist die Camilla Parker Bowles. Das ist die, wo Prinz Charles als Prinz damals noch seine Diana natürlich nicht ermorden hat lassen. Dann hinterher ist die dann nachgefolgt. Die haben geheiratet. die haben geheiratet und sie rückt als Königin dann nach. Mhm. Hä, aber das hieß doch bei... Warte mal. Aber der König ist mit der Königin zusammen. Aber der... Warte mal kurz. Alter, wir sind solche Royal-Experten. Auf jeden Fall... Jetzt wichtig. Wen ich meine, ist Philipp. Und zwar den Vater von Charles. Der Vater von Charles. Ja, was mit dem? Der war mal in Deutschland. Der ist ja auch Deutscher. Ja. Und damit er hier nicht erkannt wird, hatte er die Brille-Nase-Schnauzer-Kombi auf und niemand hat ihn erkannt, Alter. Echt? Ist das so? Nee. Ja, okay. Aber ich habe jetzt nochmal mies recherchiert. Also, wenn man Ehemann Queen Elizabeth eingibt, dann kommt aber Prinz Philipp raus. Also der bleibt Prinz. Aber warum heißt es dann Königin Camilla von Charles? Ja, weil die vorher gar keinen Rang hatte. Aber dadurch, dass sie halt verheiratet ist mit dem König, wird sie zur Königin. Ja, aber das ergibt doch keinen Sinn, weil wie gesagt, warum heißt es dann Prinz Philipp? Warum ist er dann nicht zum König Philipp aufgestiegen? Ey, Alter. Soll ich uns beim nächsten Mal den RTL Royal Experten dazu holen? Ja, bitte. Dieser Typ mit der Glatze und dieser breiten Krawatte. Nee, sorry, das ist der Typ, der immer bei Börse am Abend ist. Prinz Philipp ist einfach nie in der Erbfolge zum König geworden, wahrscheinlich. Ja, aber warum?
Ja, weil. Ja, weil niemand vorhin gestorben ist, ey. Guck doch mal, wie die Weiber da 2000 Jahre aber, alt werden. Ja, aber, nee, ich meine nur, aber warum hieß das denn trotzdem nicht König? Der hätte. Das ergibt einfach alles keinen Sinn. Wie soll der König werden, wenn das andere Weib den Thron für sich gemietet hat und 1000 Jahre alt wird? Aber wenn es König Charles ist, warum ist. Dann müsste das doch irgendwie Prinzessin Camilla sein. Weil Prinz Philipp mega Pech hatte einfach nur. Und die einfach länger leben als irgendwelche scheiß Galapagos. Das ergibt einfach alles keinen Sinn. Bitte, wir brauchen den Royal-Experten. Ich will das verstehen. Hier, Queen Mom, zieht euch die mal rein. Geboren 1900, gestorben 2002. Und Prinz Philipp hat halt übelst verkackt, weil er 1921 geboren ist, wenn ich das hier richtig sehe. So. Und der ist dann halt irgendwann 2021 gestorben. Ja, der Typ hat halt Pech. Der konnte niemals aus dem Prinzenstatus aufsteigen. Der Thron war besetzt. Ja, aber dann war er Prinz. Der hat verkackt. Ja, der war Prinz. Richtig. Okay, ja, aber pass auf. Weißt du, warum die so alt werden? Adrenochrom! Ja, gibt da keine andere Erklärung. Ach, ey. Ja, von mir aus können wir noch ein bisschen rumschwurbeln. Ja. Gibt es nicht irgendein Video, das man sich das Königshaus erklärt? Ich will das jetzt verstehen. Oh, ja, ich hab's doch jetzt schon verdammt nochmal richtig erklärt, glaube ich. Nee, ich glaub dir nicht, du hast keine Ahnung. Ach komm, lass mich in Ruhe. Ich brauche einen Experten, TM. Mm. Ich finde leider kein Schwurbelvideo auf die Schnelle. Ich hab geguckt, warum wird die Queen so alt? Ja, Prinz Philipp war vorher Duke. Was ist das auf Deutsch? Herzog oder sowas, ne? Herzog ist es. Ja. Ja, mal gucken, was bei Trauer kein Promi gerade so am Start ist. Wurde sein Kanal weggemettelt? Mal gucken. Trau kein Promi und Trau kein Promi 2 sind beide weg. Eine absolute Frechheit. Und ich glaube, der wurde weggemettelt, einfach weil die wussten, er wusste zu viel. Weißt du? Er hat zu viel Wissen an die Menschheit weitergegeben und dann fliegen die auf. Ja. Shut it down. Apropos Verschwörungstheorien und Königshaus, was ist jetzt eigentlich mit Kate Middleton geworden? Aus der, die war doch irgendwie verschwunden. Ist sie wieder aufgetaucht? Die war verschwunden. Vertraute ja, verrät. Da gab es doch so Verschwörungstheorien, weil Fotos gepostet wurden, die ganz klar gefotoshoppt waren. Und irgendwie hat man sie seit Monaten nicht gesehen. Dann war die irgendwie im Krankenhaus. Ich glaube, die hat einfach nur Krebs. Ah, die hat was? Hat sie? Ja. Wegen Krebskampf erleben Kate und William die Hölle. Oha. Vielleicht war die deswegen außer von der Öffentlichkeit verschwunden? Hier sehe ich bei der Standard gerade neue Details zu Kate Middletons Operation bekannt. Irgendwie scheint Inzucht unsterblich zu machen, oder? die haben ja alle nicht irgendwie so Krebs und so einen Kram. So, aber Diana war angeheiratet, ist dann auch früh gestorben. Die eine hier Inzucht des Todes und sie wird 100 irgendwas Jahre alt. Wahnsinn, ey. Gute das Gene. Müssen wir hingeben. Ja. Aber warte mal, hier ist doch noch Trau keinem Promi. Hast du den Kanal gefunden? Nee. Ich finde hier aber Unches Nachruf auf YouTube-Kanal Trau kein Promi. Im Thumbnail steht ein Stück Scheiße weniger. Oi. Ich glaube, der war eben nicht gerade sehr positiv gesinnt. Ja, ich finde es schade. Vielleicht hat er seinen Kanal gelöscht wegen, keine Ahnung, vielleicht persönlichen Differenzen, keine Ahnung, ne? Wer weiß, was dahinter steckte. Vielleicht wurde er auch weggemettelt. Wir wissen es nicht.
Ja, oh, jetzt auf Anhieb, gebe ich jetzt... trau keinem Promi ein, jetzt kommen die super tollen Adrenochrom-Videos hier alle vorgeschlagen. Sehr gut. Ich frage mich, wer auf Adrenochrom jemals als erstes gekommen ist. Als ob Xavier Naidoo sich so ein Blödsinn ausgedacht hat in diesem Video. Nee, das gab's schon länger. Das gibt's bestimmt schon länger, ne? Tja, in diese Kreise möchte ich gar nicht rein. Ich meine, das... Nicht? Nee, das geht auf gar keinen Fall, Mann. Das geht auch irgendwann in die Richtung... Kennt ihr noch den Fall aus Belgien mit den ganzen Kindereinführungen? Und jeder Zeuge, der vor Gericht eingeladen war, ist auf dem Weg zum Gericht irgendwie auf mysteriöse Weise draufgegangen. Die hatten so einen französischen Namen, die hießen... Dutroux. Ich sage immer Trudeau, aber das ist der kanadische Premierminister. Okay, Leute, ich bin jetzt raus. Ich habe jetzt noch eine wichtige Sache zu klären. Haut da rein und wir hören uns. Ja, Wuppi, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Mach's gut. Ja, sehr gerne. Haut rein, tschüss. Ciao. Ja, Panda, machen wir auch Feierabend hier oder wie oder was? Panda, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Wie immer sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Und es tut mir wirklich leid an alle Zuhörer. Gut, ich meine, ihr habt euch das jetzt freiwillig bis hierhin angeguckt. Die Heute-Show liefert absoluten Schwachsinns-Content. Es tut mir leid. Es ist so. Es geht hier um Islamisten und wir reden hier 15 Minuten über Reichsbürger. Dass sie irgendwie ihr eigenes Grundstück als ihr eigenes Reich ansehen. Ja, okay. Paar Knallköpfe gibt's immer. Das war schwach. Oliver Welke, wenn du das siehst, habe ich einen Klick mehr. Danke. Macht's gut. Ciao. Tschüss.